schon da? Ja, grüß dich, du Schätzchen. Was? Wirklich? Der ist gestorben, der Lehrer? Oh, das tut mir leid. Mit dem warst du doch so verbunden. Das war doch so ein sehr, sehr netter Professor. Und du bist auf das Begräbnis auch. Ja. Ja, das ist schmerzhaft. Das ist wirklich sehr schmerzhaft. Ja. Die Angehörigen, ja, das ist sogar sehr, sehr schier. Du, ich, weißt du, jetzt bin ich ja doch schon über 70. Ich denke schon auch über das Sterben nach. Ja, also, weißt du, manche in meinem Alter oder älter oder auch jünger, die machen dann wirklich so Aufzeichnungen. Also auf der Trauerfeier oder auf dem Begräbnis, wer da kommen soll und welche Musik und diese ganze Inszenierung, wie das sein soll und wer da nicht kommen soll und wo das Essen stattfindet und welche Blumen und alles das, gell? Aber ich sag dir, das mache ich nicht. Mir ist das schon sehr bewusst, dass ich sterben werde und ich finde das auch gut, dass ich dann tot bin. Weil ein ewiges Leben, das wäre jetzt nicht so meine Sache. Irgendwann ist dann auch wirklich genug. Das Sterben, ja sicher, das kann auch schmerzhaft und unangenehm sein. Das kann ich mir schon vorstellen oder ich will es mir eigentlich auch gar nicht vorstellen. Aber so, dass ich jetzt da für mein Begräbnis schon alles regle, da habe ich überhaupt gar keinen. Nein, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Und ein Testament, natürlich, das habe ich schon vorbereitet. Damit dann einfach, dass es dann keinen Streit gibt, ja. Also das bisschen, was ich so gespart habe, das wird natürlich ganz gerecht aufgeteilt auf euch alle. Auf euch alle, auf meine ganzen Nichten und Neffen. Dann sollen alle ein bisschen was Schönes haben dann von mir. Und weißt du, wenn ich dann so in meinem Körper gar nicht mehr zu Hause bin und in meiner Wohnung gar nicht mehr zu Hause bin, dann ist mir das auch wirklich ganz egal, was mit dem allen da passiert, ja? Also, wenn sich da jemand ein Erinnerungsstückchen nehmen will, na, dann ist das ja komplett in Ordnung. Oder wenn man sagt, na, das ganze alte Zeug soll jemand abholen, na, das ist mir dann sowas von Schnurzen, was da passiert dann. Aber dass ihr alle ein bisschen was kriegt, also das ist mir schon wichtig. Und das habe ich schon alles gut aufgeschrieben und habe das beim Notar auch alles ganz richtig gemacht schon. Und dann zeige ich dir auch noch, wo du das findest. Okay? Also das zeige ich dir dann nachher so ein bisschen im Geheimen. Und wo du überhaupt alle Sachen findest, gell? So mit der Bank und mit der Versicherung, weil damit ihr dann da keine Schwierigkeiten habt. Weißt du, und ich denke mir manchmal schon, es gibt so Leute, die glauben, dass sie niemals sterben werden. Und die tun bis ins hohe Alter noch Sachen an sich reißen und sammeln und raffen und füllen Häuser und füllen Wohnungen und Keller und Dachboden. Aber das sage ich dir, das ist eine Geringschätzung für die Kinder. Für die Kinder und für die nächste Generation. Weil irgendjemand muss das dann aufräumen und in Ordnung bringen. Und das ist dann viel Lebenszeit, die man da braucht. Gut, es soll auch Leute geben, die das gerne machen. Da in dem alten Zeug herumwühlen. Aber ich will euch das nicht zumuten. Also ich werde jetzt schon immer schauen, dass ich nicht so viele Sachen habe und dass bei mir einfach alles schön ordentlich ist
Und da auch mit meinen ganzen Papieren und dem. Ich zeigte dann diese Mappe, wo ich das alles drinnen habe. Und das zeige ich dann auch deinem Bruder natürlich, wenn der kommt. Und dann, weil es gibt oft viel Streit, wenn jemand stirbt. Und das kann man schon vermeiden. Doch dann sieht man auch oft so Filme, oder? Wo sich die so in die Haare kriegen und gar nicht mehr miteinander sprechen wollen. Ja, aber das ist doch wirklich ganz schrecklich. Und das nur wegen ein bisschen Geld oder, naja, vielleicht sind manchmal schon große Besitztümer und Häuser und Grundstücke. Und wo dann ein bisschen die Habgier so ausbricht, ja. Die natürlich in uns allen steckt, du. Ich kenne das auch. Ich habe mir manchmal, ich bin selber manchmal so gierig, sag ich dir. Vor allem beim Essen. Oh, und wenn es so ein Buffet gibt, du, da kann ich mich gar nicht mäßigen. Obwohl die Vernunft sagt, na, da wird dir schlecht sein. Und es wird dann nachher nicht gut, genau. Da muss ich essen, essen. Und dann ist das alles so interessant und so gut zubereitet. Diese Gier. Ja. Na schau, was wir heute für ein Thema haben, gell? Testament und Sterben und Todsein. Ja, das gehört auch zum Leben. Und das wird so verdrängt immer bei uns, oder? Alle tun so, als würden wir immer jünger werden und niemals sterben. Und dann sind alle ganz schockiert. Oh, es ist jemand gestorben. Ja, aber das war ganz, ganz klar, dass das kommt. Da gab es doch früher, hat man immer so gesagt, ja, man muss nichts außer sterben. So ist es. Und ich habe damit jetzt kein so ein großes Problem. Und die, die mich lieb haben, für die bleibe ich doch immer im Herzen. Und die, die mich nicht lieb haben, ist eh wurscht dann. Genau. Also, da machen wir uns mal jetzt gar keine Sorgen. Und für das Testament, das habe ich alles schon ganz gut geregelt für euch. Wir entspannen uns. Und weißt du was? Ich genieße jeden Tag und jede Stunde und jede Minute, weil es ist immer jetzt. Und jetzt bin ich noch sehr lebendig und du auch. Ja, dann, du bist zum nächsten Mal, gell? Ich begleite dich noch raus, gell? Kassetten. Schau mal. Eben, die sind ja da hinterm Vorhang versteckt, Ja. gell? Eher schlaue Geschichte. Die Schmetterlinge. Ma. Tanita Tikaram. Supertramp. Na, das können wir nicht öffnen. Das geht nicht.